Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Herzlich willkommen zu Aktien im Fokus. Heute ist Freitag, der 23.09.2016. Es ist 12:44 Uhr ganz genau und natürlich wird Ihnen diese Ausgabe wie immer von Direktbroker FX präsentiert. Gestern wir blicken da auf einen starken Tag zurück. Gestern hatten wir hier starke steigende Kurse, ein Trendtag, nichts nach unten, alles nach oben. Für die Shorts sah es da sehr, sehr schlecht aus. Da ist jetzt die Frage, wie geht man damit um, wenn am Vortag die Börsen stark gestiegen sind? Und da lohnt es sich immer, letztendlich diese drei Optionen, die man ja erstmal hat, aufzulisten. Der Markt steigt nochmal so stark, wie wahrscheinlich ist das? Der Markt macht gar nichts und läuft seitwärts oder er korrigiert. Nun, es kann sein, dass wir heute noch steigende Kurse sehen, aber in der Mehrzahl ist eher ein korrektives Verhalten zu erwarten. Korrektiv kann seitwärts oder short bedeuten. Das bedeutet, wir haben jetzt die Möglichkeit, entweder hier auf Short zu setzen oder zu warten, bis der Markt wieder konsolidiert ist und dann zu kaufen. Da der Markt grundsätzlich long ist, keine Shorts aber auch keine Longs mehr, weil wir zu weit gelaufen sind. Es ist davon auszugehen, dass der Markt sich eher schwach zeigt und vermutlich in den Bereich von 10.550 Punkten anläuft. Ich persönlich werde mich hier nicht mehr short, aber auch nicht mehr long positionieren. Aus der Korrektur heraus bin ich gerne bereit zu kaufen. Allerdings muss er das erstmal vollziehen. 10.550 Punkte sind hier im deutschen Leitindex anvisiert und erst da fange ich an, Long-Positionen zu suchen. Jetzt hier oben. Muss nicht zwangsläufig sein. Gleiches gilt für den Dow Jones. Wir hatten auch gestern gesagt, keine Long-Position mehr. Das war gut, denn er ist vom Hoch bereits schon fast 100 Punkte gefallen. Es gibt zwei Einstiegsmöglichkeiten. Heute einmal die 18.300 und im späteren Verlauf als Läufer die 18.254. Wie soll es auch anders sein? Im SP 500 ähnelt sich das natürlich. Die zwei sind ja hier fast identisch. Heißen nur ein bisschen anders, aber letztendlich ticken die ähnlich. Wir haben hier eine Scalping-Long-Position, 2163 Punkte und die Läuferposition dann bei 2153 Punkten. Der Nasdaq ebenfalls hier potenziell in einer Korrektur. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt steigt oder fällt. Es interessiert mich auch gar nicht, was er macht, sondern es interessiert mich, wann ich was tue. Und dann kann ich sagen, ich kann Ihnen nicht sagen, ob er steigt oder fällt. Ich kann Ihnen nur sagen, wenn er fällt, beziehungsweise. Falls er fällt, will ich bei 4840 bis 4823 Punkten in den Markt einsteigen. Früher ist eben dann gefährlich aufgrund der untergeordneten, überdehnten Bewegung. Und somit bleibt nur der Handel aus der Korrektur übrig. Natürlich kann man sich jetzt den Kopf zerbrechen. Wird er jetzt nochmal konkret steigen, dann können wir jetzt noch in den M15-Chart. Hier kommen dann wieder ein paar gleitende Durchschnitte. Was macht er jetzt? Traden wir den Ausbruch? Traden wir ihn nicht? Was machen wir hier mit der kleinen Seitwärtsphase auf dem M15-Chart und so weiter und so fort? Das sind aber alles letztendlich Spirenzien, die man sich sparen kann, weil die kosten einfach nur hohe Präsenzlastigkeit. Das heißt, man muss davor sitzen, man muss dann kurzfristig handeln. Und das ist A, kein trading stil und B, keine option Gegenwärtig. Das kann man machen, wenn man unbedingt da ein Trade herauskitzeln will. Muss aber auch nicht sein. Es bleibt also hier beim Handel aus der Korrektur. Gold und Silber nochmal kurz in der, in der Sichtweise. Da geht äh, momentan hier relativ wenig. Klar, die Anstiege waren schön und gut, aber wir sind wieder am Bereich der oberen äh, Flaggenbegrenzung und somit bleibt nur der aus, die Ausbruchsmöglichkeit ab 1378 oder der Handel aus der Korrektur dann hier etwas später dann bei 1.300 US-Dollar pro Feinunze. Dann habe ich Ihnen zwei Aktien mitgebracht, mal wieder ein Aktienupdate, klar. Wir haben auf der einen Seite BASF, einen schönen Ausbruch, erinnert so ein bisschen an die Telekom-Aktie. Telekom hat ja auch super funktioniert hier, insgesamt schon fast einen Euro angestiegen. Das ist ganz, ganz ordentlich für die Telekom-Aktie, die hat ja nicht so eine extreme Volatilität. Der nächste Long-Einstieg ist hier auf dem Stundenchart etwas tiefer anzusiedeln, nämlich im Bereich des letzten Hochs, im Bereich, der 1490er Marke. Bei 1490 bin ich gerne bereit, nochmal in den Markt einzusteigen, aber dazu muss er auch erstmal hier konsolidieren. Das ist das, eine, das 38er Retracement und das ist das Minimum, was er machen muss, damit er interessant, damit er günstig wird. BASF ähnlich, wir hatten ja darüber gesprochen, auch hier bin ich bereit, aus der Konsolidierung herauszugehen. Aus dem 50er-Retracement hier aktuell dann auf Stundenbasis äh, liegt das Einstiegsniveau bei 72.10. Ähnlich ist es bei Bayersdorf, nur dass wir da ein Ausbruchsszenario haben. Ich zeige Ihnen das mal hier mit der Ansicht. Und da wird es natürlich interessant, wenn BASF über 86 Euro ansteigen kann, dann ist erstmal Platz bis äh, 89.50. Und in diesem Bereich bin ich dann auch gerne bereit, dann die Position rauszunehmen. Aber damit hier mal ein bisschen interessante Momentumsituationen überhaupt entstehen können, muss er halt auch hier irgendwo mal aus der Seitwärtsphase ausbrechen. Ja, innerhalb dieser Seitwärtsphase ist es ein Rumgeschiebe mal rauf, mal runter, aber es fehlen eben die Impulse. Wirklich interessant für einen Short wird es erst unter 74,80. Wirklich interessant, long wird es erst über 85,90. Und solange eiert er eben hier rum und macht weder das eine noch das andere. Das ist vor allem für untergeordnete Trader äh, durchaus nicht ganz so förderlich. Und damit äh, bleibe ich jetzt hier erstmal an der Seitenlinie. Aber eben, ich will darauf hinweisen, dass die Ausbruchssituation sehr, sehr interessant ist. Ansonsten Allianz haben wir nochmal in, äh, in, in der Ausbruchsmöglichkeit über 137,40. Wichtig, dass er dieses Hoch aushebelt. Aktuell keine Shorts, weil wir hier momentan ein steigendes Marktmuster haben. Also steigende Hochs, steigende Tiefs. Short-Positionen kommen hier noch nicht in Betracht, denn äh, dafür müsste der Markt tiefere Tiefs und tiefere Hochs machen, das ist gegenwärtig nicht ersichtlich. Und äh, wenn man shorten will, wäre das unter diesen zwei Tiefs dann hier der Fall. Das wäre auch noch eine schöne Short-Option. Dazu muss aber erst brechen. 128 Euro auf H4 Schlusskursbasis müssen gebrochen werden, damit wir hier weiteres Short-Potenzial freilegen können. Adidas, wir hatten ja gesagt, ist angenehm long, gerade wenn er diese Hochs bricht. Ja, hat er dann auch gemacht, gut, zog hier 2 Euro nach unten, aber lässt sich ja verkraften. Insgesamt jetzt schon wieder 5 Euro gestiegen. Schönes Level. Da bitte mal auch auf die Gewinnmitnahmen achten, denn wir sind wieder hier am letzten hoch und das kann durchaus jetzt auch mal wieder korrektiv werden. In diesem Sinne, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, good trades und wenn Sie mögen, bis bald. Ein schönes Wochenende und dann vermutlich bis Montag. Auf Wiedersehen.